Hollow Knight sitzt so auf der Bank, aber er ist kein Bankspieler. Er ist traurig, aber wir machen uns jetzt auf und retten seine Welt. Oder irgendeine Welt. Das Schöne ist, wir haben jetzt einen Kompass. Das bedeutet, wir können jetzt sehen, wo wir uns auf der Karte befinden, was uns das Leben hier sehr erleichtern wird. Und wir nehmen jetzt hier doch einmal mal den Hirschkäfer. Transporter. Dieser Ort. Ich glaube, wir sind nahe der Oberfläche, oder? Es gibt hier eine Stadt. Du solltest die Gelegenheit nutzen, um dich auszuruhen. Dieser Ort war einst voll von Reisenden, die kamen und gingen. Er scheint jetzt viel ruhiger zu sein. Ja, ich bin begierig darauf, die zu bereisen. Ah, ich muss hier oben. Hier oben klicken. Genau, wir gehen jetzt zur Wegkreuzung. Und dann war es ganz nach unten. Und dann nach links. Und der Hollow Knight ritt auf seinem Hirschkäfer in Richtung Wegkreuzung. So, Kartencheck. Wundervoll. Und jetzt haben wir auch einen Plan. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir zu dem Boss in die Mitte kommen. Und wenn nicht, dann gehen wir ganz nach unten. Da ich nicht weiß, ob man hier speichert oder nicht, setze ich mich mal einfach auf die Bank. Ich glaube, er speichert. Das Symbol rechts wäre, das rechts unten erscheint, wäre sonst eigentlich unnötig. Würde reichen, wenn er dann einfach aufleuchtet, weil er sich ausruht. Oh, da ist er. Le Chef. Oh, habe ich mich in eine gute Position begeben. Oh. Oh. Oh, das ist eine ganz schlechte Position. War zuvor zynisch gemeint, revidiert und ja, sie ist aber wahr. Denn ich komme eigentlich nur durch, durch Springen gut weg. Und, ihr könnt, dass seine Aufmerksamkeit verschwindet. Mr. Krabs. So. Ah, schade. Ich würde ihn ja gerne besiegen. Okay, aber das ist der Weg zum Boss. Das ist schön, dass er zurückspringt. Oh, wir haben ein Dickerchen. Excusez-moi. Gewalt ist keine Lösung. Und was ich sehr interessant finde bei Hollow Knight ist, der Hollow Knight selbst hat noch keinen Ton gesagt. Aber er ist mir sympathisch. Das ist bei seinem einfachen Zeichenstil. Also sagen wir mal eher, es ist kein einfacher Zeichenstil eigentlich. Es ist ein abstrakt interessanter Zeichenstil. Aber da diesen Effekt auszulösen, dass dieser Hollow Knight einem eben sympathisch ist, das ist schon auch eine Leistung. Könnte natürlich auch nur an mir liegen. Das kann ich nie ausschließen. Aber ich finde den Hollow Knight irgendwie sympathisch. Er wirkt auf eine gewisse Art und Weise traurig, melancholisch. Also die gesamte Welt ist ein bisschen melancholisch. Dadurch, dass er keinen Mund hat, kann man im Gegensatz zum Beispiel zu dem alten Käfer da oben, der diesen Mundwinkel nach unten verzogen hat, das gar nicht erkennen, aber so von seinem Verhalten her hat er so ein bisschen was Melancholisches, wenn man das so sagen kann. Ja, und jetzt fällt es mir auch mal auf, so dieser ganze Stil hier, dieser düstere Stil, jetzt gerade so diese, was so stellenweise aussieht wie so Trilobiten und sowas. Das wirkt auch aufgrund der Farbgebung wie H.R. Gigas Werke. Wer ist H.R. Giga, fragt ihr jetzt. Jeder von euch, ich wette, jeder von euch hat schon mal was von H.R. Giga gesehen. Gibt es vor allem sehr häufig in Verbindung eben mit Lovecraft-Romanen oder Lovecraft'schen Werken, in denen dann gerne die Zeichnungen und Illustrationen eben von H.R. Giga rangezogen werden, weil die passen aber perfekt. Oh, da ist der Boss. Gucken wir uns seine Mechanik an. Okay, Arschbombenmeister.
Ah, damit hätte ich Schuhe schneiden können. Oh, damit auf. HR Giga und HR Giga ist auch. Ich meine es, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Bei manchen Alien-Teilen mit verantwortlich für das Design der Aliens. Oder aber es gibt einfach Illustrationen, Zeichnungen, Artworks eben zu Alien von ihm. Sehr faszinierend. Googelt ihn einfach mal, dann seht ihr, was ich meine. Oh. Und ich bin mir sicher, Satragoris kennt ihn. Also nicht persönlich, aber. Wobei, wir meisten lieber Satragoris. Die Zeichnungen, aber kennt er sicher. Okay, ich glaube, wir werden unseren ersten Tod sterben. Oh! Das muss man eben lassen. Da war wirklich gut gezielt. Wunderbare Leistung von ihm und ich glaube tatsächlich, ja, das war die Bank, bei der wir zuletzt ausgeruht haben. Gut zu wissen. Checkpoint Time. Klasse. Und auf der Karte ist das auch verzeichnet. Ihr seht jetzt, wie die Augen dort leuchten bei dem Boss. Wunderbar. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe auch Kohle verloren. Gucken wir mal, ob wir irgendwas in der Art haben, dass wir unseren Körper wieder einsammeln können oder zumindest die Währung, die wir da haben fallen lassen. Ja, den versuche ich zu erledigen noch, um Energie zu bekommen, damit ich genug Heilung habe. Sollte mich vielleicht da aber auch nicht jetzt von ihm da erledigen lassen. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, nicht zu ungeduldig werde, aber ich glaube, ich muss eh nach oben. Ja. Die hole ich mir noch. Hoffentlich ohne Treffer. Und dann geben wir uns den Boss ein zweites Mal. Dann hier dann doch unten. Gut. Was man nicht im Kopf hat, hat der Hollow Knight in den Beinen. Ah, das ist mein Geist. So, falscher Ritter. Nicht zu wechseln mit armer Ritter. Ist zwar sehr lecker, aber ist was ganz anderes. Ah, das halt. Du musst drauf achten. Manchmal macht er nur die Arschbombe. Und manchmal schlägt er aber auch zu. Sehr schön. Es geht nicht über eine interessante Bossmechanik. Wo man einfach auch aufpassen muss, was er macht und beobachten muss. Was mir aber bisher gut auffällt, oder positiv auffällt, ist, dass die Bosse nicht so overpowered sind, A, und B, dass man auch schon eine faire Chance hat, ihre Mechanik erstmal zu erlernen. Also wenn ich da zum Beispiel an Salt and Sanctuary denke, was ein sehr geiles Spiel ist, es ist einfach sehr viel härter gestaltet. Da ist so allein beim ersten Boss,
bis ihr mal erfasst habt, oder mir ging das so, bis ich erfasst hatte, was er so alles was er für eine Mechanik hat. Ja, bis dahin bin ich schon ein paar Mal drauf gegangen und ja, man wird da nicht einfach nur am Anfang des Bosses resettet, sondern dann schon ein gutes Stück weiter hinten, so dass es weh tut. Das ist jetzt zum Glück nicht so, auch wenn ich jetzt hier natürlich auf der Bank resettet worden bin, aber das lag jetzt auch einfach vorhin an meiner mangelnden Konzentration. Das macht halt Spaß. Also eine gute Bossmechanik ist so das A und O, gerade bei so einem Spiel. Und klar, das ist erstmal der zweite Boss, wenn man überhaupt bei den anderen von Bossen sprechen kann. Aber, jetzt ist er in Rage. Oh, jetzt ist er in Rage, scheiße. Okay. Ich hoffe, ich kriege als Belohnung auch eine schöne Fähigkeit, weil der ist nicht ohne. Aber ich denke, alle guten Dinge sind drei. Das Mariusche Prinzip, der kill den Boss dreimal oder treffen dreimal, je nachdem. Jeweils eher kill ihn dreimal, hau ihn um. Du unterschätzt den Hollow Knight. Übel. Okay, nix dreimal. Der ist hartnäckiger. Ja, diese. Okay, geil. So, das reicht jetzt. Warum hast du einen Besenstiel im Hintern? Naja. Jedem das seine. Aber es wird Zeit für dich zu verschwinden. Okay. Was ist denn das? Sind das Geister, die das beseelt haben? Oder? Stadtwappen. Wie ein Stadtwappen. Wie ein Stadtwappen. Steinplatte mit dem Wappen von Highlands Nests Hauptstadt. Hat eine Hervorhebung auf der Rückseite, die in eine Öffnung passen würde. Okay. Nimm mal mit, danke. Ah, oh, Reichtum. You are officially pimped. Pimped Hollow Knight. Und ich kann euch warnen, also Hollow Knight hat echt Suchtgefahr. Also ich habe mich hingelegt und habe über Hollow Knight nachgedacht. Hab's in Gedanken gespielt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und vor allem, ihr wollt halt hier nicht aufhören. Es macht aber Spaß, hier durch die Gegend zu springen, die Dinge umzuhauen, weiterzukommen, weiterzumachen einfach. Und das ist sehr prägend für dieses Spiel. So, ich hoffe, da geht's zu einer Station. Was ist das? Tut mir leid, dass ich dich verpasst habe. Wenn du dich verlaufen hast, warum kaufst du nicht einfach eine Karte von diesem Gebiet in unserem Geschäft im Mistmund? Jetzt zu einem exzellenten Preis erhältlich. Ah, der Kartograf. Ah, okay. Hier sind wir. Okay, da schließe ich mir kurz nicht. Ich dachte rechts. Das ist ein neues Gebiet. Ich bräuchte erstmal eine Bank, damit das hier kartografiert wird. So, dann klettern wir nach oben. Nein, wir klettern nicht so rum. Wir wissen jetzt Bescheid, dass es da lang geht. Dann geht es ja zurück. Und wir werden es einfach hier weitergehen. Hier sollte es ja auch Bänke und Stationen geben. Ja, immer mal so einen kleinen Wandkratzer machen. Das ist ähnlich wie früher bei Doom. Da ist man immer die Wände entlang gelaufen und hat dann Aktionstaste gedrückt, um Geheimwände zu entdecken. So, wo sind wir hier? Wo kommen wir hin? Außer sie wieder raus.
Yes. Das ist geil. Wenn man die Karte mal auspacken, drauf guckt. Ahnenhügel. Okay. Schneckenschamane. Oho, wer kommt da aus der Dunkelheit geschlichen? Oh, du siehst aber ernst aus. Ein seltsames, leeres Gesicht und eine fürchterlich aussehende Waffe. Etwas sehr Wichtiges führt dich in die Leiche Highlands Nests, aber ich werde dich nicht danach fragen. Bist du vielleicht zu mir gekommen, weil du meine Hilfe benötigst? Mehr Worte braucht es nicht, Freund. Ich werde dir ein Geschenk machen. Einen gemeinen, kleinen Zauber, den ich selbst erschaffen habe. Passt genau zu einem kleinen Knirps wie dir. Hohoho. Deluxe. Autsch. Konsumiert. Rachegeist. Drücke kurz B, um den Geist zu entfesseln. Zauber verbrauchen Seele, fülle Seele wieder auf. Nice. Oh, was ist da los? Oh, endlich bist du aufgewacht. Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte dich wohl vor der Kraft des Zaubers warnen sollen. Ich habe über dich gewacht, während du geschlafen hast und bin wohl selbst eingenickt. Nun, da wir wach sind, wollte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Nicht im Gegenzug für das Geschenk, versteht sich, sondern einfach, weil wir jetzt Freunde sind. Weißt du, eine schreckliche, große Bestie hat sich im Herzen dieses Tempels eingenistet. Welch Respektlosigkeit. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du gehen und sie für mich erschlagen könntest. Ist ein hartnäckiges Geschöpf, aber mit deiner neuen Kraft wird es dir nicht gewachsen sein. Viel Glück mit diesem kleinen Gefallen, mein Freund. Okay. Neues Ding. Alter! Okay, er kann nicht nach oben schießen, aber das Ding hat Bums. Ja, habe ich schon gemacht. Ich brauche mehr Seele. Autsch. Okay. Heftig. Guck mal, was wir mit unserer neuen Fähigkeit so alles anstellen können. Testweise schieße ich nochmal nach oben. Ich probiere es nochmal. Vielleicht habe ich das vorhin nicht gescheit gemacht. Aber ich habe nicht genug Seelen. Jetzt. Okay, das ist gut. Das Ding leuchtet auf, also dieser Seelenbehälter leuchtet auf, wenn genug drin ist, um dann Zauber zu verwenden. Ah, man muss ja aufs Timing achten bei dem Ding. Dieser Kellerassel. Ah, doch, ich wollte nur sagen, in der Luft kann das nicht schießen, er kann schießen. Ah. Ich wollte gerade sagen, nach dem ersten Schlag, zum Glück wird er nicht zurückgestoßen. Und schwuppdiwupps. Das heißt, er müsste schlagen an so einer Stelle und dann direkt dagegen steuern, damit er nicht runterfällt. Das sind alles Kleinigkeiten, die halt so einen Kampf dynamischer gestalten. Genauso wie, dass er halt eben nicht in der Schlagfrequenz schlagen kann, wie ich jetzt tippe. Wenn ich jetzt ganz schnell tippen würde, das macht er nicht in der Frequenz, in der ich tippe, sondern er hat halt so einen halben Frame, circa, wo er noch nicht schlagen kann. Einfach. Er hat einen gewissen Takt. Das erfordert dann einfach auch ein Timing spezielles. So, ich gehe jetzt mal rechts noch nicht weiter runter. Denn dann kann ich hier oben noch nicht weiter entdecken. Falls hier dann nichts weiter zu holen ist, gehen wir dann wieder rechts runter. Ja, das ist das Ende dieser Episode. Und ja, richtig cool. Also jetzt mit dem Zauber ist unser Repertoire noch ein bisschen größer geworden. Wir haben mehr Möglichkeiten. Und ja, ich freue mich darauf, Hollow Knight weiterzuspielen. Das ist ein geiles Spiel. Bis zum nächsten Mal.